Hallo Leute, willkommen zu meinem dritten Adventskalender-Spezial. Das dritte Türchen wurde hiermit offiziell geöffnet. Yeah, heute spielen wir ein Spiel, das wahrscheinlich ein paar Leute von euch kennen werden. Line Rider. Ja, es ist ein sehr bekanntes und auch schon ziemlich lange existierendes Online-Spiel. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon ein paar Nachfolger, aber wir spielen halt noch den ersten Teil. Bei den Nachfolgern ist einfach nur anders, dass man zum Beispiel Beschleunigungs- oder Bremsfelder machen kann. Aber für die, die es nicht kennen, ich zeige euch mal, wie es geht. Also hier kann man einfach fast ganz unbeschränkt lustig drauf loszeichnen. Und dann lässt man den kleinen Schlittenfahrer ein bisschen starten und dann kann man schicke Bahnen bauen. Auf YouTube, wenn ihr sucht, findet ihr sehr viele Videos von Leuten, die sich echt viel Mühe gegeben haben bei ihrer Bahn. Also wirklich sehr schön gezeichnet. Und auch optimal auf Distanz abgepasst. Und wir bauen hier immer einen Unfall. Ja, auch dieses Spiel werde ich natürlich verlinken, also könnt ihr mir von mir aus auch eure Bahnen schicken, denn wir können hier speichern. Und ich glaube sogar beim zweiten Teil oder beim dritten konnte man auf dem PC seine Welten speichern. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt fahren wir erstmal Schlittern. Wow. Oh mein Gott, ich mach die Loopings einfach immer zu groß. Ich hab's, glaube ich, noch fast nie geschafft oder gar nie geschafft, einen Looping zu machen, Line Rider. Der wirklich funktioniert. Das ist nicht funktioniert, was gerade geschehen ist. Okay. Ui. Ja, schöne Bahn, die ich hier zeichne. Wow. Ui. Mal sehen, ob dieser Sprungschatz hier wenigstens klappt. Oh nein. Toll. Ich kann nicht mal eine Sprungschanze bauen. Yay. So erfreut war ich noch nie. Hui. Die Sprungschanze funktioniert echt nicht. Toll. Ja, wie schon gesagt, könnt ihr natürlich auch selbst nachspielen, wenn man sich ein bisschen reinhängt oder bei den anderen beiden erschienenen Teilen macht es natürlich gleich noch mehr Spaß, da es viel mehr Möglichkeiten gibt, seiner Kreativität mehr Freiraum zu geben. Falls ihr versteht, wie ich meine. So, jetzt will ich einmal noch eine schöne Bahn schaffen. Juhu! Aha, das muss schön genug gewesen sein. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder beim Adventskalender Spezial Nummer 4. Numero 4. Das sehen wir uns morgen. Leider kann man mit diesem Stift hier nicht so gut schreiben. Also, bis dann, Leute. Bye. So, muss genügen. Ciao.